fühlst du dich dabei wohl? Beziehungsweise kannst du voll deine Stelle ausleben? Hast du viele Kontakte knüpfen können? Hast du etwas, was du uns mitteilen möchtest, was deine Arbeit ausmacht? Ja, also viele fragen mich immer, wie man zu den Grundstellen machen kann. Es ist auch so ein negatives Thema, sich immer mit Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Aber ich finde, also ich bin sehr viel mit Schülern in Kontakt und mache da Interventionsworkshops, zum Beispiel an Schulen. Und ich habe eigentlich, bin ich da ganz gute Hoffnung. Also die Schüler sind nicht total super immer. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen um die Jugend. Also ich glaube, das ist ein ganz anderes Problem, eher bei den älteren Menschen. Du hast mir von dem Pressegespräch erzählt mit Jana Lange von SWR und hast auch was über Phänomene gesprochen. Also was für Phänomene gibt es gerade, die besonders aktuell sind? Genau, Luigi hat es vorhin schon erwähnt, die identifizierende Bewegung ist da ein Thema, das gerade immer aktuell ist. Eine Bewegung, die ursprünglich aus Frankreich kommt und jetzt seit ungefähr 2014 auch in Deutschland unterwegs ist, hauptsächlich in sozialen Netzwerken und da eben auch in einem Suchkreis anzusprechen ist. Es gibt da die Facebook-Seite Identifizierende Bewegung Schwaben und dort auch eine Ortsgruppe, wenn es nur selber sagen, dass sie auch hier aktiv sind. Die Identitäre Bewegung ist deshalb so gefährlich, weil sie nicht so einfach zu erkennen ist. Also die nutzen keine rechtsextremen Symbole und auch nicht öffentlich die Wörter, die klassisch rechtsextrem sind, sondern gehören zu neuen Rechten, die da etwas besser mitspielen, sodass eben auch Jugendliche da leichter drauf einfallen können. Daran arbeite ich auch für die Klassiker, den ich bin. Sage ich ganz herzlich vielen Dank und ich will dich nicht weiter aufhalten. Viel Erfolg, bewirkt was du kannst und ja, bis später.